Ja, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Martin Michelmeier. Ich bin Sales Manager Roofing beim Edelstahlhersteller Abram und für die Märkte Deutschland und Österreich zuständig. Bin seit 1992 im bautechnischen Vertrieb und im Produktmanagement tätig, immer so rund um die Gebäudehülle. Beschäftige mich beruflich seit 30 Jahren mit Bauteilen aus Glas, Metall und Dachentdeckungen und Dachsystemen. Mein Vortrag heute behandelt das Thema Edelstahl für die Gebäudehülle. Dabei werde ich auf gestalterische, technische und ökologische Aspekte eingehen und würde vorschlagen, wir starten gleich einmal mit den Einsatzmöglichkeiten. Ich habe dafür Projektbilder vorbereitet und anhand dieser können wir die Anwendungsbereiche von Edelstahl in der Gebäudehülle gleich einmal durchgehen. Hier ein Projekt, das Sie vielleicht aus den letzten Tagen auch schon kennen, mehrmals gesehen haben, auch von den Einladungen her, ist eine Profilfassade aus einem hochreflektierenden Edelstahl, Uschinox Breit heißt das Material. Hier sieht man einfach, dass man mit solchen Materialien die Umgebung gut aufnehmen kann. Also auch dieses Spiel mit Farben und Formen ist hier von der gestalterischen Seite her ein sehr netter Aspekt. Ich würde dieses Projekt dann auch am Ende des Vortrages noch detaillierter vorstellen. Hier ein ähnliches Projekt, auch eine Profilfassade aus dem gleichen hochglänzenden Material. Das habe ich deswegen gewählt, um auch zu zeigen, dass Edelstahl auch sehr gut mit anderen Baumaterialien, eben Holz, Glas, Naturstein, Beton, sehr gut harmoniert. In dem Fall eben eine Holzfassade, die beim Anbau auch in ähnlicher Gliederung auch so feingliedrig gestalten ist und auch sehr gut zusammen harmoniert. Ein weiterer Anwendungsbereich von Edelstahleindeckungen typischerweise auch immer in Bereichen, wo der alpine Raum, wo es um große Temperaturunterschiede, niedrige Temperaturen auch geht. Man kennt das aus den skandinavischen Ländern, aber eben auch aus dem alpinen Raum, wird durchaus auch Eindeckungen aus Stahlblechen oder Edelstahlblechen üblich sind. Das hat auch mit der sehr geringen Temperaturdehnung von Edelstahl zu tun. Wir sprechen beim austenitischen Material von Temperaturdehnungen von 1,6 mm pro Millimeter bei 100 K Temperaturdifferenz und bei ferritischen Edelstahlblechen sogar nur von 1,1 mm pro Meter, das heißt bei 10 Meter langen Schaden, 11 Millimeter, und das ist mit eines der Spenglerbleche, der Falzbleche mit der geringsten Temperaturdehnung überhaupt. Und wer sich mit dem Thema viel beschäftigt, der weiß natürlich, dass Materialdehnungen durchaus immer wieder zu Problemen führen können und gerade in Bereichen, wo es hohe Temperaturwechsel gibt, von sehr kalten Temperaturen in der Nacht zu sehr hohen Temperaturen, oft untertags auf den Oberflächen, auf den Materialien. Der kann das einschätzen, dass das natürlich auch ein großer Vorteil vom Material ist. Von spektakulärer Natur zu einem spektakulären Projekt städtischen Umfeld, der Hauptbahnhof in Rotterdam, ist auch mit der Edelstahlhülle ausgeführt. In dem Fall war die Herausforderung einfach die großen Schadenlängen bis zu 30 Meter. Das war eine Tragschalenunterkonstruktion mit einem Dämmbefestigungssystem der Firma Porain Metalfix und einer Stehfalzdeckung aus Uschinox Matt, befestigt mit Sonderhaften der Firma Protectum. Anwendungsbereich in Österreich, kleines Projekt, aber durchaus auch spektakulär ausgeführt. Das Paneum in Asten ist ein Brotmuseum. Hier war der Anspruch, das auch darzustellen. Also diese Wolke von Coop Himmelblau gestaltet, symbolisiert im Prinzip einen Brotteig, also ein Brotmuseum, war eine der ersten Freiformfassaden, die von der Firma WIHAG mit der Firma Lommel auch ausgeführt wurde. Wir durften hier das Material liefern und die Sonderoberfläche Glasperlen gestrahlt wurde dann von der Firma Mirror Inox ausgeführt. Etwas, was mehr unser Tagesgeschäft ist, sind ganz klassische Dachentdeckungen
oder wie hier auch ausgeführt, die Kombination aus einer Dachentdeckung mit einem Fassadenbereich, Aufstockung, Umbau von einem Wohngebäude in München. Ähnliches Projekt hier in Linz, auch eine Dachentdeckung aus Edelstahl, in dem Fall ein verzinktes Material. Dieses Projekt haben wir auch deswegen mit reingenommen. Man sieht ja auch im urbanen Bereich natürlich nicht erst seit Homeoffice, aber natürlich auch sehr stark angetrieben, einfach den Trend hin auch zu Freibereichen, Balkone, Terrassen. Und da geht es sehr oft auch um das Thema der Anschlüsse an Dachabdichtungen. Und Edelstahlbleche sind grundsätzlich beständig gegen mögliche Abbauprodukte von Bitumen, Bitumenkorrosion, und eignen sich von dem her auch sehr gut für den Anschluss von Dachabdichtungen. Und richtig ausgewählt und richtig ausgeführt ist Edelstahl für Anschlussbleche im Bereich von Dachabdichtungen auch sehr gut geeignet. Und ein letztes Bild noch, vorigen Jahr fertiggestellt, da geht es um das Raimundtheater in Wien, symbolisiert einfach den Einsatz von Edelstahl im Bereich der Denkmalpflege oder von historischen Gebäuden, denkmalgeschützten Gebäuden. Da geht es sehr häufig auch um die lange Lebensdauer des Materials. Bei Edelstahl spricht man ja von einer Lebensdauer von mindestens 80 Jahren und ist natürlich für öffentliche Auftraggeber, für Kulturgebäude, für Schulgebäude, für historische Gebäude auch immer ein Entscheidungsfaktor. Das so zur Einführung als kurze Übersicht. Wir helfen Ihnen natürlich auch bei der Planung und bei der Umsetzung Ihres Bauvorhabens. Wer sind wir? Wir sind Edelstahlhersteller. Aperam ist Hersteller von rostfreien Stahl mit 6 Werken, mit Schmelzen, Kaltwalzwerken und entsprechenden Servicecentern nachgelagert. Für unseren Markt im deutschsprachigen Raum sind die Werke in Belgien und Frankreich ausschlaggebend. Und Uschenox ist unsere Marke für Edelstahl im Bereich Dach und Fassade. Wir sind damit seit 1975 bereits aktiv, sind spezielle Oberflächen, die auch im Bereich der Dächer und Fassaden eingesetzt werden mit Löt- und entsprechend falz- und umformbaren Werkstoffen. Wir stellen Blechebänder zur Verfügung, mit denen wir dann gemeinsam mit unseren Partnerbetrieben, mit nachgelagerten Vertriebspartnern und Industriepartnern eben die Produkte, die Services dann auch den Bauherren, Architekten und Planer zur Verfügung stellen. Kurze Einführung, was ist rostfreier Stahl? Ja? Rostfreier Stahl ist ein Sammelbegriff für verschiedene Stahlsorten, die mit mindestens 10,5% Chrom legiert sind und einen Kohlenstoffanteil haben von unter 1,2%. Dieser Chromanteil ist auch der wichtige Anteil, der dem Edelstahl seine rostfreien Eigenschaften verleiht. Das heißt, es bildet sich unter einem Oxidationsprozess eine Chromoxidschicht, eine sich selbst wieder regenerierende Oberflächenschicht, Passivschicht, die eben dem Werkstoff seine Korrosionsbeständigkeit verleiht. Und für Dächer und Fassaden in der Regel werden hier auch Werkstoffqualitäten verwendet, die deutlich höhere Chromanteile als diese mindestens 10,5% aufweisen. Wir sind hier in der Regel in einem Bereich von 17-18% Chromanteil. Die wichtigsten Untergruppen sind austenitische Sorten, ferritische Sorten, dann gibt es noch martensitische und Duplexstähle, die sind so im Bereich der Dach- und Wandkonstruktionen, spielen die eine untergeordnete Rolle. Ich würde mich gerne auf die ersten zwei Gruppen konzentrieren. Beim austenitischen Edelstahl spricht man vom klassischen Chrom-Nickelstahl, während der ferritische ein reiner Chromstahl ist. Chrom-Nickelstahl ist nicht magnetisch, Chromstahl hingegen magnetisch. Und ich habe hier die jeweils zwei Werkstoffe exemplarisch angeführt, die 80% der Anwendung in der Regel für uns abdecken. Das ist eben beim austenitischen der klassische 4301 Edelstahl oder eben mit Molybden legiert für höhere Korrosionsbeständigkeit 1,4404. Und im Vergleich dazu beim ferritischen Edelstahl ist eine sehr gängige Ausführungsvariante der 1,4509
der bistabilisiert ist, mit Titan auch stabilisiert ist. Sie kennen das vielleicht auch von Zink, das auch mit Titan stabilisiert wird. Ist ein ähnlicher Ansatz und genauso eben in der Ausführung 4521 mit einer Zusatzlegierung Molybdän. Grundsätzlich zu berücksichtigen ist, dass Edelstahlbleche nicht nur für die Gebäudehülle, aber hier auch insbesondere immer eine Kombination sind aus Werkstoff. Also nicht nur alleine die Werkstoffnummer beschreibt die Materialqualität, sondern auch diese entsprechende Oberflächenausführung. Also es gibt einen Basisprozess, der auch Standardoberflächen durchlaufen. Was wir im Bereich von den speziellen Edelstählen unter der Marke Uginox noch machen, sind entsprechende Oberflächenausführungen. Das können Musterwalzungen sein, die nachgelagert sind. Das können auch Verzinnungsprozesse sein oder eben Glühprozesse sein, die dann für hochreflektierende Oberflächen sorgen. Ich möchte bei der Gelegenheit auch noch hinweisen auf die Möglichkeit, auch firmenneutrale Informationen über die Informationsstelle Edelstahl rostfrei zu beziehen. Gibt es umfangreiche Publikationen auch zu dem Thema Edelstahl. So, wie sieht es mit dem Umweltverhalten des Werkstoffes Edelstahl für die Gebäudehülle aus? Wir haben heute früh schon einige Vorträge zu dem Thema gehabt, Grünstadt Grau von Herrn Gerald Hofer, wo auch sehr viele Themen schon beschrieben wurden, die Rahmenbedingungen, die man einfach momentan haben, ähnlich auch von der Frau Susanne Stolper, ARUP, die auch hier über die Vorgaben vom Klimaschutz, der Pariser Klimaschutzabkommen und die Folgen für die Bauwirtschaft erzählt hat. Ich habe hier ein paar Folien rausgesucht, man muss nicht lange schauen, muss nicht lange suchen, also es sind einfach so die Themen, wo man sagen kann, der Klimaschutz ist mittlerweile am Bau angekommen. Die Auswirkungen ist das, was man teilweise in den Schlagzeilen natürlich liest, sei das jetzt Starkregen, Windböensituationen, Hagel, extreme Niederschläge, hohe Schneelasten oder auch im städtischen Bereich verstärkt auch das Thema der langen Hitzetage, der starken Hitzetage. Also es sind die Auswirkungen des Klimawandels, die man einfach so schon auch sieht. Die Herausforderung liegt jetzt darin auch, gleichzeitig mit den Auswirkungen und auch den Ursachen richtig umzugehen. Die gute Nachricht, wir können bereits klimafit bauen. Ich möchte Ihnen da empfehlen, auch die Broschüre der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, wie jedes Gebäude einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, sind eigentlich sehr positiv stimmende Statements und positiv aufzeigende Wege auch drinnen, wie uns das jetzt schon gelingt, so zu bauen, wie es 2050 Standard sein sollte. Man muss natürlich dazu sagen, momentan braucht es hier noch freiwilliges Mittun und freiwilliges Mehrtun. Was heißt das im Wesentlichen? Klimaneutral bauen. Klimaneutral bauen, verkürzt gesagt, ist eine Bilanz über die Nutzungsdauer des Gebäudes und über die Nutzungsdauer der Materialien, die im Idealfall natürlich gut aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, man bilanziert die CO2-Emissionen, die durch Herstellung und Transport der Materialien verbraucht werden, durch vermiedene CO2-Emissionen, die durch Produktion oder Bereitstellung von CO2-freier Energie am Standort des Gebäudes erfolgt. Da sind im Wesentlichen auch zwei Faktoren interessant. Also es braucht einen klimaneutralen Betrieb des Gebäudes. Also über alle Maßnahmen, die da so hineinfallen, heizen, kühlen ist natürlich auch immer ein sehr großes Thema heutzutage. Man braucht schon deutlich mehr Energie teilweise für die Kühlung der Gebäude. Warmwasser, IT-Infrastruktur, Haustechnik, Stichwort auch vom Schutzdach zum Nutzdach. Also wir sehen es eben auch gerade bei den Dachkonstruktionen, dass es einfach schon sehr viel Haustechnik auch gibt, die übers Dach geführt werden muss. Und der zweite Punkt ist dann auch die Berücksichtigung des Lebenszyklus. Und zwar von der Herstellung, Transport, Instandhaltung, Entsorgung des Materials bis hin zur Kreislauffähigkeit. Hatten wir heute Morgen auch schon das Thema, also Kreislauffähigkeit ist da ein sehr großes und wichtiges Thema. Ja, welchen Beitrag können Bauteile aus Edelstahl dazu leisten? Erstens einmal, Edelstahl ist sehr langlebig. Ja. Man versucht das zu objektivieren. Sie sehen auf der linken Seite ein Projekt, das immer wieder als Referenz herangezogen wird, wenn es
um die Aussagen zur Langlebigkeit geht. Da ist ein Projekt, das, glaube ich, sehr bekannt ist und erstmalig eigentlich Edelstahl in der Form eingesetzt wurde. Vor über 100 Jahren wurde das bereits verbaut. Das heißt, man könnte jetzt natürlich auch behaupten, Edelstahl hält mindestens 100 Jahre. Und es gibt durchaus auch im Bereich der Denkmalpflege, des Denkmalschutzes Projekte, wo auch Kupferdächer mit einer Lebensdauer von 200 bis 300 Jahren keine Seltenheit sind. Also es geht natürlich immer darüber hinaus, aber um das zu objektivieren und einen gewissen Vergleich auch herzustellen können, zu können bei solchen Ökobilanzrechnungen, gibt es ja Referenzwerte. Ich habe mir da erlaubt, von der österreichischen Bau-IPD, der Link ist unten angeführt, zu zitieren. Da ist eben angeführt Edelstahldächer mit 80 Jahren. Dann zweitens, Edelstahl ist rostfrei, das heißt, ist auch sehr einfach in der Wartung im Bereich der Gebäudehülle, haben auch sehr hohe Reinigungseffekte, Selbstreinigungseffekte durch die natürliche Bewitterung. Dadurch ist einfach Edelstahl sehr günstig auch in der Nutzungsphase, also im Bereich der Gebäudehülle, Dächer, Fassade, quasi wartungsfrei und hat auch eine sehr gute Lebenszykluskostenbilanz. Der Stahl ist auch rückbar, recycelbar und kreislauffähig, so wie viele Baumetalle grundsätzlich auch zu 100% wiederverwertbar. Man geht davon aus, dass im Bauwesen die effektive Recyclingquote bei maximal 95% liegen wird. 5% werden aus unterschiedlichsten Gründen wahrscheinlich nicht dem Kreislauf zugeführt werden können. Und da muss man unterscheiden noch die Schrottanteile, die man in der Produktion der Materialien auch einsetzt. Da liegt im Bereich der Edelstahlproduktionen die Recyclingquote bei circa 90% bis zu 90%, was Edelstahlschrotte in dem Prozess wieder zugeführt werden können. Man muss immer ein bisschen schauen, welche Zahl, dass man da genau anschaut. Wir haben auch Werke in Genk, wo wir im Mix auch diese 90% erreichen. Wir haben eben in der Gruppe der austenitischen Edelstähle rund 88%. Und würden jetzt den Wert nehmen vom Werkstoff 4301, der einfach einen sehr gängigen in unserer Branche repräsentiert. Laut aktueller Ökobilanzdaten ist hier der Recyclinganteil 84,4%. Das heißt, wir sprechen grob so bei austenitischen Edelstählen von Recyclinganteilen von 85 bis 90%. Ja, ein Faktum, das wenig, glaube ich, wissenschaftliche Belege braucht, weil man es einfach auch schon gut kennt und man muss nur überlegen, sozusagen, in welchen Bereichen Edelstahl auch immer eingesetzt wird, wenn es um Hygiene geht, wenn es um Lebensmittelproduktion geht, Trinkflaschen aus Edelstahl, man kennt es von der eigenen Küche, man kennt es im Bereich sanitärer Einrichtungen. Edelstahl ist einfach das hygienische und umweltverträgliche Material schlechthin. Warum ist das auch so? Edelstahl ist inert, das heißt in sich geschlossen und setzt keine Stoffe frei. Das ist natürlich besonders interessant hinsichtlich der Ressource Boden und Wasser. Die Abschwemmraten von Edelstahl liegen unter 0,01 Mikrometer pro Jahr. Thema Urban Gardening hatten wir heute auch, also eben auch im Bereich der Dachentwässerung, wenn man diesen Faktor auch berücksichtigt, wenn man Regenwasser auch nutzen will, dass man das am eigenen Gebäude anfällt, auch für den eigenen Biogarten oder fürs Biohochbeet, ist einfach ein Faktor, es ist einfach wert, dass man da mal drauf hinschaut und Edelstahl-Dachentwässerungsprodukte, wie gesagt, sind da sehr sicher. Und die Abschwimmraten sind unter dem Messbereich. Edelstahl bringt auch Gewichtsvorteile. Es erlaubt die Verwendung optimierter Materialdicken. Bei Dachentdeckungen in der Regel ist die Standarddicke 0,5 mm. Das heißt, es ist auch optimales Material für eine Leichtbauweise, gerade auch im städtischen Bereich, Aufstockungen, Dachgeschoss, Umbauten, Aufbauten.
wo es auch um gewichtsoptimierte Konstruktionen geht. Ein Beispiel hier auch bei dieser Dachfläche, wenn wir mal annehmen würden, dass die 175 Quadratmeter hat mit einem Falzanteil von ca. 14% bei einer Schalenbreite von 500 mm, wären das ungefähr 200 Quadratmeter Material, die dafür erforderlich wären. Würden Sie dieses Dach hier in Titanzink decken, würden Sie ungefähr eine Tonne Material dafür einsetzen. Würden Sie das Dach in Edelstahl decken, so wie es bei diesem Bild hier ausgeführt ist, sind 790 Kilo Material, das dafür erforderlich ist. Das heißt, das ist entweder 20% weniger Gewicht oder 20% weniger Materialeinsatz anzusetzen, beziehungsweise schaffen Sie aus der Tonne Edelstahl 25% mehr Fläche. Es ist auch so, dass man die Materialdicken optimieren kann. Edelstahl verfügt bei guter Umformbarkeit grundsätzlich über sehr hohe Festigkeitswerte. Und das ist auch im Bereich der Wetterextreme natürlich ein Faktor. Über die Falze, bei Stehfalzdeckung, wird einfach sehr viel an Lasten auch eingeleitet. Wenn es hohe Windlasten sind, ist die Zugfestigkeit, sind es in erster Linie Windsoglasten, die das Dach beanspruchen. Aber natürlich gibt es auch die Situation mit Schneeschutz, Schneefangeinrichtungen oder eben auch Nutzdächer. Und da ist eben wichtig, dass auch der Falz entsprechend hohe Lasten übertragen kann und übernehmen kann. Da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, Klimawandelanpassung und Energiewende. Das ist auch immer mehr ein Thema, dass natürlich auch die Energie am eigenen Gebäude auch produziert werden soll. Es eben auch genutzte Dächer in Form von Photovoltaik, wo es doch auch um entsprechende Langlebigkeit geht, auch der Konstruktion entsprechend Sicherheit geht und auch hohe Lasten. Auch dafür eignen sich Edelstahldächer sehr. In dem Zusammenhang hier vielleicht ein kurzer Ausflug zu einer Bauweise, die auch im skandinavischen Raum weiter verbreitet ist als bei uns. Aber es gibt auch die Möglichkeit, Edelstahldächer wasserdicht zu verschweißen. Das sind in der Regel hybride Aufbauten. Man sieht es am ersten Bild links oben. Das heißt, ist vom Gefälle her, von der Dämmung her, von der Dampfsperre als erste Lage, von der Trennlage als zweite Lage, wie ein Flachdach im Prinzip ausgeführt und hat dann einfach als oberste Lage Edelstahlbahnen, die dann in Spenglertechnik bahnenförmig auch ausgeführt werden. Die Falze werden dann auch einmal umgelegt, aber eben auch wasserdicht im Rollnadschweißverfahren wasserdicht verschweißt. Das sind Dachsysteme, die bis für besonders hohe Anforderungen geeignet sind, für Gebäude mit sehr langer Lebensdauer. Die haben eine sehr hohe mechanische Festigkeit und es sind auch entsprechend große Schadenlängen realisierbar. Exemplarisch hier ein System angeführt von der Firma Protectum. Für dieses System gibt es auch eine bauaufsichtliche Zulassung und da ist auch der Hinweis noch, dass diese Systeme einfach auch durchgehend statisch von der obersten Lage, eben von der Edelstahlschare über den Haft, über die Befestigung in den Untergrund auch entsprechend zugelassen sind, auch entsprechend berechnet werden und von der Seite auch sehr hohe Sicherheit bieten. Wir kommen zum nächsten Handlungsfeld, Gründachanwendungen. Edelstahl eignet sich auch für Gründächer und Dachbegrünungen. Da auch der Hinweis, vor allem der Werkstoff 4404 in Bereichen, wo es direkten Kontakt gibt mit Substraten, mit Humussäure. Dieses Material ist einfach auch sehr gut beständig gegenüber Humussäure. Edelstahl ist aber auch gut löt- und schweißbar, von Haus aus eben auch wurzelfest. Also es gibt auch hier die Möglichkeit, das als rollnackgeschweißtes Wasserdach in der kompletten Dachhaut auszuführen oder eben als Anschlussmaterial für bituminöse Dachabdichtungen, weil eben das Material auch beständig ist gegenüber Bitumenkorrosion. Herausforderung: städtische Überwärmung. Wir haben rechts zwei Skizzen. Ich möchte Ihnen da auch die Broschüre des Deutschen Wetterdienstes empfehlen, die sehr informativ ist. Da wird im Wesentlichen im Bereich der Gebäude
als Maßnahme die Oberflächen der Gebäude, vor allem der Dächer, angesprochen. Dafür gibt es eben zwei Möglichkeiten. Im Flachdach sehr häufig die näherliegende Variante ist eben die Dachbegrünung. Im Steildach ist das teilweise möglich, manchmal nicht. Und da möchte ich noch eben auf die zweite Grafik verweisen. Hier wäre einfach die Maßnahme, die man setzen kann, dass man eben helle reflektierende Oberflächen verwendet. Und auch dafür ist Edelstahl sehr gut geeignet. Edelstahl-Oberflächen verfügen grundsätzlich immer über sehr gute solare Reflexionseigenschaften. Ein Tipp bei der Gelegenheit ist nur eben bei Planken, bei Walzplankenoberflächen immer auch auf die Gefahr unerwünschter Blendwirkung achten. Und daher auch eine Empfehlung, einen Tipp dafür. Wir haben hier ein Material, Uginox Top, wo eben die Oberfläche mit einer speziellen Walzmattierung auch versehen ist. Und zwar einer diffus lichtstreuenden Walzmattierung, die gleichzeitig über gute solarreflektierende Eigenschaften verfügt. Wir haben das Ganze beim Fraunhofer Institut auch abprüfen lassen. Und wie gesagt, diese Oberfläche vereint die beiden Anforderungen eigentlich sehr gut. Eben die solarreflektierende Eigenschaft und gleichzeitig eben auch eine Blendreduzierung um ca. 50%. Ja, CO2-Fußabdruck haben wir auch heute Morgen bei dem Vortrag von der Frau Stolpbach gehört, dass das eigentlich die wesentliche Messgröße ist, wenn es um die Bestimmung der Klimaneutralität der Gebäude geht. Das heißt, es ist durchaus auch ein Faktor bei der Materialauswahl, darauf zu achten, wie der CO2-Fußabdruck ist. Objektiviert wird das Ganze über entsprechende EPDs, Ökobilanzdaten. Die Firma Aperam verfügt über den niedrigsten CO2-Fußabdruck in der Branche. Wie wird das erreicht? Es ist eine Unmenge von Maßnahmen, die natürlich da hineinspielen. Es gibt unseren Nachhaltigkeitsbericht, der ist auch öffentlich einsehbar und auch downloadbar, sind circa 60 Seiten. Wer mal Lust hat, da gern mal reinblättern. Ich möchte aber auch zwei wichtige Maßnahmen reduzieren, die dazu führen. Das ist zum einen ein sehr hoher Recyclinganteil und eben die ressourcenschonenden Herstellprozesse durch Elektrolichtbügelöfen, vor allem in diesen Märkten, in denen wir tätig sind, wo auch diese hohen Schrottanteile auch verfügbar sind, Stichwort Urban Mining. Und gerade in Schwellenländern ist das oft noch nicht der Fall. Also in diesen Werken setzen wir eigentlich auf einen Energiemix, der primär eben durch erneuerbare Energie stattfindet, eben dass da statt Koks eben Holzkohle eingesetzt wird für die Produktion. Das sind alles Maßnahmen, die wir nicht erst seit den letzten paar Jahren setzen, sondern sind durchaus auch schon Zielsetzungen, die man seit 2007 bei Aperam verfolgt und auch mit ein Grund ist, dass wir das eben schon so lange verfolgen, dass wir auch hier in einer marktführenden Position sind. Hier noch ein kurzer Hinweis eben auf entsprechende Zertifizierungen, neutrale Stellen, die uns das eben auch bescheinigen. Aperam war das erste Unternehmen, das Responsible Steel zertifiziert wurde. Wir sind schon seit einigen Jahren im Bereich EcoVadis zertifiziert, goldgerätet und stellen natürlich auch unsere EPD-Ökobilanzdaten zur Verfügung. Schauen wir uns vielleicht einmal etwas konkreter an, das Thema Cradle to Gate, das heißt in den Ökobilanzdaten den Vergleich des Moduls Produktionsstadium von Abbau der Rohstoffe bis zur Bereitstellung am Werkstor. A1 bis A3 ist das in den Ökobilanzdaten. Die Angaben sind hier Kilogramm CO2 pro Kilogramm Material. Und da gibt es einen Referenzwert vom ISSF, das ist ein internationaler Verband für Edelstahl. Der wurde gestern oder diese Woche, vergangene Woche erst publiziert. Bei einem Schrottanteil von 30% sind das in etwa 6,8 Kilogramm CO2. Im Vergleich dazu eben die beiden Werkstoffe, die bei uns auch am gängigsten sind. Wir sind beim Material 304, also 4301, bei 2,03
Und bei verzinktem Material, das eben zusätzlich noch über eine Zinnschicht verfügt, ist naturgemäß etwas höher der Wert, liegen wir bei 2,57 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Material. Im Vergleich noch mit den in Europa üblichen Dachwerkstoffen auch links der Balken in Walzplanker Ausführung, rechts jeweils die Variante eben in beschichteter Ausführung, bei Aluminium in Rot, bei Titan Zink Walzplank und vorbewittert in Blau und dann wieder unsere beiden Materialien 4301 als Werkstoff und K4149 mit verzinkter Ausführung. Auch hier ist zu erkennen, dass eben Edelstahl von der CO2-Bilanz durchaus Vorteile hat. So, ich darf Ihnen kurz auch ein paar Produkte vorstellen. Unsere Edelstahloberflächen für Dacheindeckungen. Vielleicht auch hier zum Einstieg ein Bild vom Landratsamt in Starnberg. Hier wurde verzinkter Edelstahl verwendet, der eben zum einen den Vorteil hat, dass er über sehr geringe Temperaturdehnung verfügt von nur 1,1 mm pro Meter. Gleichzeitig sorgt diese Zinnschicht auch für eine sehr gute Lötbarkeit des Materials. Und man muss auch berücksichtigen, dass diese Zinnschicht auch mit der Zeit eine Patina ansetzt. Mit dem Bild auch sehr schön zu sehen, die Farbgebung auch harmoniert auch sehr gut mit dem Starnberger See in der Wasseroberfläche. Noch zum Material. Es handelt sich eben bei Uschinox Patina um einen ferritischen, magnetischen Edelstahl mit einer elektrolytisch verzinkten Beschichtung auf beiden Seiten. Am Bild rechts sieht man eben die Oberflächengestaltung im werksneuen Zustand und ungefähr die Farbgebung, wie die Oberfläche sich dann verändert, wenn sie eben fertig patiniert ist. Diese Patinierung mildert auch den natürlichen Glanz des Edelstahls und führt auch dazu, dass das Material auch sehr gut im Bereich der Denkmalpflege einsetzbar ist zum Erhalt historischer Dachlandschaften. Hier noch einmal ein Projekt mit Uschinox Patina mit dem verzinkten Edelstahl. Das ist die Kunstuniversität in Linz. Linz ist ja auch eine Stahlstadt und man sieht hier teilweise auch noch, dass das Material sich gerade im Patinierungsprozess befindet. Das heißt, es hat auch eine gewisse Lebendigkeit und das harmoniert hier auch sehr gut mit diesem gewählten Stil, doch durchaus ein bisschen ein Industriecharakter, der hier rüberkommen sollte. Ich habe hier nochmals das eine Projekt in München hereingenommen. Man sieht auch hier die Dachendeckung im verzinkten Material, Uschinox K41. Und dann kommen wir schon zum zweiten Material, Uschinox Top. Das ist eine walzmattierte Oberfläche, die hier im Fassadenbereich eingesetzt wurde. Uschinox Top ist ein austenitischer, nicht magnetischer Edelstahl mit einer ungerichteten, blendreduzierten Walzmattierung auf beiden Seiten. Das heißt, das Material hat bereits bei Verlegung die fertige Oberfläche, das patiniert nicht. Und in der Mikrostruktur ist eben diese Walzmattierung gerundet. Dadurch wirkt die Oberfläche oder funktioniert sie diffus lichtstreuend, hat bei gleichzeitig guter Solarreflexion eben auch blendreduzierte Eigenschaften. Die Temperaturdehnung bei austenitischem Stahl ist im Bereich von 1,6 mm pro Meter. Das ist ungefähr vergleichbar mit Kupfer. Und hier auch noch ein Projekt in Straßburg mit Uschinox Top Oberfläche. So, wir kommen zum Bereich der Fassaden. Im Bereich der Fassaden haben wir im Programm Uschinox Matt. Das ist eine seidig matt glänzende Oberfläche mit geringer Rauheit. Im Fassadenbereich geht es dann sehr oft natürlich auch um größere Materialstärken, 0,8, 1 mm, 1,5 mm sind ja durchaus sehr gängige Materialdicken. Diese Werkstoffe haben wir in Kohls und genauso eben auch in Tafelformaten verfügbar, Klein-, Mittel- und Großformat. Und auch die Standardwerkstoffe hier in der Regel 4301 und 4404
sind aber natürlich auch in anderen Werkstoffqualitäten auf Anfrage erhältlich. Und hier wieder in der Anwendung in Studentenwohnheim in Paris, wo Schiebeläden in Uginox-Matt ausgeführt wurden. Dann kommen wir zur der Oberfläche, die wir auch schon bei einigen Projekten gesehen haben. Uginox Breit, hochglänzende Oberfläche. Ich habe noch ein kleines Bild dazu genommen. Man kann eben sehr gut hier mit Oberflächengeometrien, mit Umgebungen, mit Licht und Formen einfach auch spielen. Von den anderen Voraussetzungen her, materialdicken Dimensionen, ist das ähnlich zu sehen. Werkstoff 4301, Werkstoff 4404 sind hier auch die Standardqualitäten. Im Projekt auch ein ähnlicher Einsatzbereich, auch Schiebeläden wurden hier in dem Material ausgeführt. So, wir kommen jetzt nochmals zu dem Projekt, das wir auch eingangs hatten. Es handelt sich bei dem Bauvorhaben um eine Gebäudeerweiterung mit einem Fassadenprofil der Firma Tolatoir. Mahé heißt dieses Profil, ist auch ein Spitzprofil mit einer Profilhöhe von 55 mm. Ich habe ein paar Details dazu. Also es war durchaus ein Zweckgebäude, technisches Zentrum für Bücher- und Hochschulbildung ist ja die Nutzung. Man sieht es am rechten Bilde, dass eine Konstruktion vorgesetzt wurde und dort eben wurde dieses Fassadenspitzprofil 55-125 eingesetzt. Der verwendete Werkstoff in dem Fall Uginox Breit 304L. L steht für Low Carbon, das heißt, dieses Material hat noch geringeren Kohlenstoffanteil, ist gerade für die Umformung noch eine Spur besser geeignet und in dem Fall war die Materialstärke 1 mm. Ein Anwendungsbereich, der auch nicht so selten vorkommt und auch mit dem Thema Überhitzungsschutz einhergeht, sind Sonnenschutzprofile aus Lochblechen oder aus Lochblechlamellen. Hier zum Beispiel das Eisenschwimmstadion in Köln oder ein Projekt in Berlin. Möchte ich noch auf die Eigenschaften von Edelstahl im Zuge der reflektierenden Oberflächen auch hinweisen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über die Verwendung von Edelstahloberflächen auch Tageslicht bewusst einzusetzen, Tageslicht auch zum Beispiel in Innenhöfe hineinzulenken. Auch das hilft eben auch Energie zu sparen und auch die Wohnqualität zu verbessern und auch den Wert des Gebäudes in den unteren Geschossen auch zu erhöhen. Hier ein Projekt, auch wieder in Paris, ein Hotel, wo auch die Innenhöfe mit spiegelpolierten Edelstahl ausgeführt wurden. In dem Fall 1,5 mm Uginox Mecca mit ungerichteter Struktur. Ja, ich komme schon zum Ende meines Vortrages, möchte noch auf unsere Services hinweisen. Wir unterstützen Sie natürlich gerne in allen Phasen der Projektabwicklung. Und darf als Tipp auch noch unsere Webseite auch nennen. Wir haben da auch einige Case Studies zur Verfügung. Unterlagen, Datenblätter, EPTs finden Sie unter diesem Link. Was wir auch gerne anbieten, sind unsere Schulungen unter dem Titel Atelier Uginox. Wir machen diese Trainings sowohl in Theorie und auch in Praxiseinheiten, bieten es natürlich in diesen Zeiten auch online an. Sobald es wieder möglich ist, natürlich auch gerne vor Ort und in Kleingruppen. Ja, das war es soweit einmal für meinen Vortrag. Ich danke schon mal, dass Sie dabei waren, dass Sie so lange ausgehalten haben und stehe für Fragen zur Verfügung. Mhm.